Beirates für nachhaltige Entwicklung. Wir haben in dieser Sitzung einen einzigen Tagesordnungspunkt, nämlich ein Fachgespräch zum Thema nachhaltige Verkehrswende. Ich begrüße alle Anwesenden, die Mitglieder des PBNE, und begrüße vor allen Dingen besonders herzlich unseren heutigen Sachverständigen, Herrn Professor Dr. Andreas Herrmann. Er ist Direktor am Institut für Mobilität der Universität St. Gallen. Er war zuvor unter anderem bei einem bekannten deutschen Autohersteller und hat zahlreiche Bücher zu Themen wie autonomes Fahren, Multimodalität, das bedeutet Verknüpfung der Verkehrsträger, und Mobilitätswende veröffentlicht. Er vertritt die Auffassung, das kann er uns gleich bestätigen oder widerlegen, was mir hier aufgeschrieben worden ist, er vertritt die Auffassung, dass Mobilitätsverzicht keine Option sei. Deshalb müsse die Mobilität zwingend ökologischer werden. Nach Berechnungen ließen sich die Mobilitätswünsche der Menschen auch mit, Achtung, weniger als der Hälfte der Fahrzeuge erfüllen. Vielen Dank, Herr Professor Herrmann, dass Sie unserer Einladung folgen konnten und uns heute mit Ihrer Sachkunde für ein Gespräch zur Verfügung stehen. Herzlich willkommen. Bevor wir loslegen, noch einige kurze organisatorische Hinweise. Herr Professor Dr. Herrmann hat eine PowerPoint-Präsentation erstellt, die im Nachgang zur Sitzung als Ausschussdrucksache 2026/57 verteilt wird. Das heutige Gespräch wird im Parlamentsfernsehen übertragen. Die Sitzung wird live auf Kanal 4 übertragen und später in der Mediathek und dann auch auf der Website des Beirats eingestellt. Der Sachverständige hat sich mit der Übertragung einverstanden erklärt. Das Fachgespräch wird außerdem mitgeschnitten, um anschließend ein Wortprotokoll zu erstellen. Wie verabredet, wird Herr Professor Dr. Herrmann ein 15-minütiges Eingangsstatement geben. Die anschließenden Fragerunden werden im direkten Dialog zwischen Fragesteller und Herrn Professor Herrmann flexibel gehandhabt. Das Zeitlimit für Frage, Nachfrage und Antwort ist wie üblich 5 Minuten. Wir werden spätestens um 20 Uhr die Sitzung beenden. Allerdings werden wir Sie gegen 19 Uhr noch einmal unterbrechen müssen für die namentliche Abstimmung. Es tut mir leid, Sie haben das ja zur Kenntnis genommen, dass wir keine andere Wahl haben an der Stelle. Und Herr Professor Herrmann ist von mir unterrichtet worden, dass wir so verfahren. Ein Widerspruch ist für mich nicht zu erkennen, deswegen verfahren wir so. Und nun, Herr Professor Herrmann, wünschen wir uns Ihren Input. Bitte schön. Sehr geehrter Herr Vorsitzender, sehr geehrte Damen und Herren, ich freue mich, hier zu sein. Vielen Dank für die Einladung. Stellen Sie sich vor, Henry Ford wäre heute unter uns. Wir wissen von ihm, er war ein Tech-Enthusiast, konnte sich begeistern für alle möglichen neuen Technologien. Und was würde ihn wohl faszinieren in dieser Welt? Ich denke, das iPhone, das wäre bestimmt etwas Besonderes. Die Magnetresonanztomographen in der Berliner Charité oder vielleicht auch eine Boeing 747. Aber irgendwann würde er sicher wissen wollen, wie sehen eigentlich die Autos heute aus nach all diesen Jahren. Und dann würden wir ihn zum Fenster nehmen und würden ihm ein solches Auto zeigen. Was wird wohl seine Reaktion sein? What the hell have you been doing in 130 years? Ja, da hat sich ja im Grunde gar nicht so viel verändert. Wir können zwar sagen, natürlich, da ist Vierradantrieb drin und Ledersitz und alles Mögliche, aber im Kern haben wir das Auto seit Henry Ford nicht mehr neu erfunden. Und das führt natürlich zu einer Situation, die sich durch sehr beeindruckende Zahlen manifestiert. Sie kennen viele dieser Zahlen. Ich möchte nur auf eine hinweisen. Das ist die sogenannte Sitzplatzauslastung. Wir wissen ja, dass wir etwa 1,5 Personen im Fahrzeug haben, dass diese Fahrzeuge etwa 55 Minuten in 24 Stunden im Einsatz sind. Wenn man das jetzt teilt durch das theoretisch Mögliche, ich weiß, es ist eine theoretische Überlegung, 5 Personen im Fahrzeug, 24 Stunden im Einsatz, dann kommen wir auf das, was wir Seat Utilization nennen, von etwa 1%. Und es bedeutet, von den 200 Millionen Autositzen in Deutschland sind im Schnitt 2 Millionen im Einsatz, im Durchschnitt. Ja, wir haben natürlich Peaks über die 24 Stunden, das ist völlig klar, aber selbst am Montagmorgen und Freitagnachmittag haben wir nicht einmal 50% der verfügbaren Sitze im Einsatz. Ja, das zeigt natürlich schon, wo Hebel liegen. Würden wir diese Auslastung besser hinkriegen, würden sich schlagartig viele Verkehrsprobleme in unserem Land lösen lassen. Aber ich will vorweg sagen, Verhalten der Menschen zu ändern, das ist viel, viel schwieriger, als irgendwie Technologie, neue Technologie zu erfinden und diese auf den Weg zu bringen. Gleichwohl
scheint die Automobilindustrie so auf einem gewissen Entwicklungspfad zu sein. Alles wird kleiner im Laufe der Zeit. Unsere Autos werden größer. Und selbst wenn diese neuen Autos mit grünem Strom betrieben werden, ist natürlich schon die Frage, ist es wirklich das Ziel, 2,5 Tonnen zu verwenden, um 1,5 Personen zu transportieren? Das ist wahrscheinlich nur ein Teil dieser Mobilitätswende, ist bestenfalls die Antriebswende. Aber wir brauchen natürlich viel mehr. Wir reden über Platzbedarf in den Städten. Wir reden über eine Circular Economy im Sinne der effizienten Nutzung von Ressourcen. Und vor dem Hintergrund, glaube ich, müssen wir da sehr genau unterscheiden zwischen dem, was eine Antriebswende ist. Da sind wir drin, mittendrin. Ich glaube, die Wege sind da vorgezeichnet. Aber wir wollen ja mehr. Wir wollen eine Mobilitätswende. Wir wollen Flächen zurückbekommen in Städten. Wir wollen Städte lebenswert machen. Wir wollen weniger Staus. Wir wollen weniger Verkehrstote. Und das erreichen wir nicht mit der Antriebswende, sondern da brauchen wir eine Mobilitätswende und sicherlich auch eine andere Art von Fahrzeugen. Dazu gibt es natürlich völlig unterschiedliche Sichtweisen, wie wir das hinbekommen können. Ich habe mal zwei extreme Sichtweisen dargestellt. Einerseits aus Südkorea, die Stadt Songdo, die sagt, es gibt nur noch Mobility as a Service. Es gibt in dem Sinne keinen Privatbesitz mehr. Wir müssen die Autos viel effizienter einsetzen, während wir hier in Deutschland natürlich eine ganz andere Perspektive haben. Wir glauben an den Privatbesitz. Sie sehen auch die Konzepte beispielsweise von Mercedes. Sie sagen, jawohl, wir wollen in dieses Luxussegment hinein. Wir sehen da eine riesige Chance. Und das zeigt sich ja auch an den erfolgreichen Zahlen dieses Unternehmens. Audi hat hier ein Konzept vorgestellt für die Großstadt in Asien. Das ist ein 5 Meter langes Fahrzeug, fast 2 Meter hoch. Das ist eine völlig andere Sichtweise darüber, wie man die Verkehrsprobleme in dieser Welt lösen kann und wie man und lösen will. Und das ist natürlich die Frage, auf was trifft das? Wir erleben viele Städte, die sagen, der Verbrennungsmotor muss raus aus Innenstädten. Und ich erlebe jetzt schon in meiner Tätigkeit an der London School of Economics in der Diskussion mit Bürgermeistern aus vor allem nordischen Ländern, die sagen, irgendwann werden wir Fahrzeuge aus der Innenstadt verbannen, die eine bestimmte Größe haben und eine bestimmte Schwere. Die werden wir nicht mehr zulassen, selbst wenn sie mit Elektromotoren angetrieben sind. Also da gibt es ganz unterschiedliche Entwicklungen, die wir sehr wohl berücksichtigen müssen, wenn wir da Mobilitätsstandort sein wollen. Jetzt reden wir ja sehr oft über dieses Thema CASE, also Connected, Autonomous, Shared, Electric. Kann diese Revolution sozusagen dazu führen, der Henry Ford glücklich zu machen und zu sagen, wir bauen jetzt ein neues Auto, wir entwickeln jetzt eine völlig neue Perspektive? Und ich würde mal so durch ein paar wenige, durch drei dieser Stichworte durchgehen und versuchen mit Ihnen dann zu diskutieren, wo wir hier stehen in Deutschland und was vielleicht Perspektiven auch für unser Land sein können. Derzeit erleben wir jeden Tag Berichte von der Shanghai Motor Show. Sie haben das auch in der Zeitung verfolgt. Da wird vom Endspiel der deutschen Automobilhersteller gesprochen. Sie sehen hier ganz rechts den Beitrag von Mercedes. Die sind uns um Lichtjahre voraus. Und ich selbst habe mit einem Kollegen aus China einen Artikel im Handelsblatt gehabt, wo es darum geht, zu zeigen, warum im Grunde die Deutschen keine Chance mehr haben auf dem chinesischen Markt. China hat bereits 2010 in dem damaligen 5-Jahresplan beschlossen, wir wollen führende Nation bei der Elektromobilität werden. Und wir können die Regeln des Spieles verändern, weil wir der weltweit wichtigste Automobilmarkt sind. Und das haben sie gemacht im Sinne, alle zurück auf los. Wir fangen wieder bei Null an. Und diese Situation, die haben sie heute ausgenutzt. Sie sind inzwischen sogar beim Markenstanding, bei der Reputation BYD, NIO vor den Deutschen in den skandinavischen Ländern und im chinesischen Markt sowieso. Die Absatzzahlen gehen für die chinesischen Hersteller senkrecht nach oben. Und es zeigt schon, dass wir uns hier Gedanken machen müssen, welche Rolle unsere Automobilindustrie spielt und wie sie gegebenenfalls gegen diesen Wettbewerber überhaupt angehen kann. Ein zweiter Punkt ist die Konnektivität. Wir erleben hier Tech-Konzerne, die in die Fahrzeuge hineingehen. Das ist erstaunlich, was Amazon inzwischen alles im Auto macht. Die bauen autonomes Fahren, die bringen Elektromobilität auf den Weg. Natürlich auch, um die Paketauslieferung irgendwann effizient zu gestalten, aber eben auch, um jetzt Systeme aufzubauen, die dann als Zuliefereroptionen für die Hersteller, für die Automobilhersteller bereitgestellt werden können. Und das ist sehr eindrücklich, was da passiert. Ähnliches auch bei Apple Car.
CarPlay, die sowieso die ganze Unterhaltung im Fahrzeug übernehmen, die Navigation, die Hardware-Integration und zukünftig auch im Prinzip das Zusammenführen dieser verschiedenen Funktionen im Fahrzeug. Die könnten, wir haben da schon Untersuchungen gemacht, die könnten locker und leicht ein Auto anbieten und die werden von heute auf morgen hätten die beachtlichen Marktanteil. Die werden es aus meiner Sicht nie tun, weil die aus einer Industrie kommen, die ganz andere Renditeerwartungen hat, als wir das aus der klassischen Automobilindustrie kennen. Aber wir werden sie an vielen Stellen in den Zulieferteilen erleben. Und da ist natürlich die Frage, wer gestaltet eigentlich die letzte Meile sozusagen zwischen dem Fahrzeug, zwischen der Maschine und dem Kunden? Das ist inzwischen Amazon drin, Apple CarPlay. Und es ist natürlich fatal für die Automobilhersteller, wenn sie sozusagen diese letzte Interaktionspunkte zwischen Kunde und Fahrzeug verlieren. Also auch von der Seite her bekommen wir erheblich Wettbewerb. Der dritte Punkt war das autonome Fahren. Und da ist immer die Diskussion in Deutschland, wie weit sind wir da überhaupt? Was können wir? Was wollen wir? Sie haben ja dankenswerterweise die Gesetzgebung da massiv vorangetrieben. Und ich möchte Sie einladen, ganz kurz auf eine Probefahrt mitzukommen durch Jerusalem, um Ihnen einfach mal zu zeigen, wie weit diese Technologie ist. Und das ist ein Beispiel von Mobileye, die jetzt in diesem Jahr mit autonomen, selbstfahrenden Taxis in den Betrieb gehen. Da gibt es keinen Sicherheitsfahrer mehr. Die werden auch in Deutschland auf die Straße kommen und dann in verschiedenen Städten weltweit. Ich glaube, das Thema ist inzwischen so weit, dass wir in der Lage sind zu sagen, jawohl, nach vielen Auf und Abs wird diese Technologie. Welcome on board, everyone. So, let's select the first destination. I'm gonna go to New York Square and let's go. Now, this is interesting here with the vehicle cutting us off and driving to the right. And now this is the first time, you see our first generation Mobileye Robotaxi, a ride-hailing vehicle in action, equipped with Mobileye Drive, our level 4 self-driving system. And I should also note that this vehicle is actually now in the homologation, in the type approval process in Germany, as well as here in Israel. And the goal is, pending regulatory approval, to have them on the road, driverless, before the end of this year. Of course, we'll give priority to everyone else with the right of way. Das sind hier schon tricky Verkehrssituationen. Jetzt kommt gleich ein BMW-Fahrer von rechts. Mit dem muss das System ja auch umgehen. This guy does it unprotected and illegal U-turn here. Looks like it's our turn now. Yep. Also so geht es jetzt weiter und da gibt es noch viele andere Verkehrssituationen, wo das Fahrzeug dann auch die Spur wechseln muss, weil irgendwo ein Krankenwagen steht und ähnliches mehr. Und die Technologie scheint jetzt doch so weit zu sein, dass man diese Dinge in den diese Fahrzeuge in den regulären Betrieb bringen kann. Sie sehen hier die Fußgänger. Man dann kreuz und quer über die Straße, aber das System kann sehr gut damit umgehen. Ich würde jetzt in Anbetracht der Zeit ein klein wenig noch weitergehen, weil es noch zwei, drei Punkte gibt, die ich mit Ihnen teilen möchte. Ich glaube, das autonome Fahren hat Chancen für uns. Ich will das mal also an vier Dimensionen festmachen. Es ist so, auch wenn wir das selbst nicht glauben wollen, dass über 90% der Unfälle mit menschlichem Versagen zu tun haben. Wenn wir also immer mehr Fahraufgaben an die Maschine übergeben, bestehen gute Chancen, dass wir die Anzahl der Unfälle massiv reduzieren. Wir sehen das in Skandinavien, da hat Volvo gesagt, bei Testversuchen, wir übernehmen gleich alle Haftungen. Wir brauchen gar keine Versicherung mehr, weil wir sicher sind, dass wir die Anzahl der Unfälle deutlich reduzieren können. Das ist immerhin 1,5 Millionen Menschen jedes Jahr das Leben verlieren. Wir können die Emissionen reduzieren, indem die Maschine mit der Infrastruktur kommuniziert. Wir können Fahrzeuge auf den Gleitpass bringen vor einer Ampel. Fahrzeug sagen, lass dich ausrollen. In wenigen Sekunden schaltet die Ampel auf Rot. Das Fahrzeug kommt an die Ampel und kann dann wieder beschleunigt werden, sobald die auf Grün geschaltet wird. Das würde uns erheblich Emissionen einsparen. Wir kriegen die Fahrzeuge näher zusammen auf
aufgrund der Kommunikation. Wir können sie wie auf einer Perlenkette aufschnüren, was den Durchsatz deutlich erhöht. Es gibt Beispiele in Ann Arbor, Michigan, wo man den Durchsatz um Faktor 5 erhöhen könnte. Und last but not least, die Flächen. Wir haben ja etwa 30% der Fläche für die Verkehrsinfrastruktur. Und wenn es uns gelingt, die Fahrzeuge aus der Stadt rauszunehmen, wir werden abgesetzt an Fußgängerzonen, das Fahrzeug parkt draußen oder macht in der Zeit eine andere Fahrt, dann kommen natürlich erhebliche Flächen wieder zurückgewinnen. Das sind doch Chancen, glaube ich, über die wir nachdenken sollten, die für die Menschen allesamt zum Vorteil sind. Jetzt zwei wichtige Punkte, die ich mit Ihnen noch teilen möchte. Diese Technologien, Konnektivität und autonomes Fahren, sind ein Gamechanger für die gesamte Industrie. Das funktioniert nur, wenn die Industrie es lernt, Ökosysteme aufzubauen. Ich habe Ihnen das mal dargestellt von Mobileye, was wir gerade im Film gesehen haben. Das ist ein Fahrzeug von NIO, des chinesischen Elektroanbieters. Das sind Technologien von Mobileye, also Sensorik, Betriebssystem. Und das Ganze wird sozusagen gemanagt von Sixt oder Moovit. Die bauen die App, die bauen die Plattform, dass wir mit unserem Handy diese Fahrzeuge bestellen können. Das kann keiner mehr alleine. Und diese Industrie, so wie wir sie derzeit kennen, die baut sozusagen Standalone-Produkte, ein Mercedes, ein BMW. Aber diese Integration verschiedener Spieler, das ist nicht das, was unsere Industrie besonders gut kann. Und ein zweiter wichtiger Punkt ist, dass sich die sogenannten Skaleneffekte verändern. Sie sehen auf der linken Seite mal so die Automobilhersteller geordnet nach Umsatz. Da können Sie sehen, dass der 10. Hyundai immer noch etwa ein Drittel des Umsatzes von Toyota und VW macht. Das heißt, in dieser Industrie ist Platz für 200-300 Automobilhersteller weltweit. In der Softwareindustrie, das Bild daneben, da spielt der 10. im Grunde keine Rolle mehr. Und das heißt, wir kommen dort in eine Winner-Takes-it-all-Situation, dass ganz andere Größenordnungen zählen. Und da taucht dann die Frage auf, wie viel Platz gibt es in dieser softwaregetriebenen Automobilindustrie weltweit? Für wie viele Anbieter? Ja, und einige scheinen mir schon gesetzt zu sein. Tesla ist sicher gesetzt. Mobileye, würde ich auch sagen, ist gesetzt. Google, die haben sehr, sehr viel investiert in diesen Bereich. Und das ist die Frage, wie viel Platz gibt es eigentlich noch in dieser softwaregetriebenen Autoindustrie? Ich kann Ihnen die Frage jetzt nicht beantworten, aber sicher nicht für 20 Hersteller. Und da ist die Frage, wie kommen wir in Deutschland voran, dass wir diese Hersteller dazu motivieren, ein wichtiger Spieler in dieser neuen automobilen, softwaregetriebenen Welt zu werden. Sie sehen daraus, dass völlig unterschiedliche Perspektiven auf diese Industrie bestehen. Oben links, das ist so, wie die deutschen Hersteller denken. Es gibt 90 Millionen Autos, die jedes Jahr verkauft werden, Durchschnittspreis 23.000 US-Dollar, und wir wollen einen bestimmten Anteil daran haben. Mobileye sieht die Welt völlig anders. Die sagen, es werden 19 Billionen Kilometer jedes Jahr gefahren. Jeder Kilometer kann man fakturieren für 20, 30, 40 Cent. Da kommt ein ganz anderer Betrag raus. Oder Amazon sagt, wir verbringen in Autos 600 Milliarden Stunden weltweit. Das Bruttosozialprodukt durchschnittlich, weiß ich, wo es genau liegt, 5, 6 US-Dollar. Dann sind wir bei einem Markt von 3,6 Billionen. Also die blicken völlig anders auf diese Industrie drauf. Und Google ist sozusagen in allen diesen Feldern irgendwie drin. Und das zeigt so ein bisschen, was gerade passiert in dieser Industrie. Wir haben ganz unterschiedliche Perspektiven, was eigentlich sozusagen diese neue Mobilitätsindustrie darstellt. Mit Blick auf die Uhr möchte ich vielleicht mir erlauben, noch zwei Folien zu zeigen. Die Welt verändert sich. Wir haben hier ein Beispiel von Oslo, die eine Ausschreibung gemacht haben für 30.000 autonome Shuttles. Mit diesen 30.000 autonomen Shuttles können sie den ganzen Metropolverkehr in Oslo abdecken bis 2030. Das heißt, das ist wirklich eine Revolution. Keine Privatfahrzeuge mehr, nur noch autonome Shuttles, angedockt an den öffentlichen Verkehr, an die U-Bahn-Stationen, S-Bahn-Stationen. Das wäre ein Quantensprung. Und das wäre natürlich etwas, was ich mir eigentlich für Deutschland wünschen würde, dass wir solche Meilensteine jetzt setzen. Letzter Punkt, wenn Sie erlauben. Was müssen wir tun?
Ich erlaube mir das einfach mal zu sagen, wir können ja nachher darüber diskutieren. Ich glaube, wir müssen wegkommen von diesem Denken in Verkehrsträgern. Das ist was Deutsches. Wir haben, wenn ich mir erlauben darf zu sagen, wir können die Parteien fast an den Verkehrsträgern festmachen. Wir müssen querdenken. Wir müssen die Verkehrsträger miteinander verzahnen, die Verkehrsträger dort einsetzen, wo sie effizient eingesetzt werden. Das Auto ist nicht per se böse. Es ist auf dem flachen Land viel effizienter, als einen Zug zu fahren mit 50 Tonnen und 10 Insassen. Also wir haben relative Vorteile, und die müssen wir sozusagen quer miteinander verbinden und nicht in Verkehrsträgern denken. Wir brauchen eine Modellstadt, um all diese Technologien zu verproben und es den Menschen zugänglich zu machen. Wir müssen Intelligenz in Fahrzeuge reinbringen und Infrastruktur. Wenn wir sprechende Parkplätze hätten in Deutschland, könnten wir 30% des Innenstadtverkehrs uns sparen, weil mit dem herannahenden Verkehr sofort signalisiert wird, an dieser und jener Ecke in der Stadt ist ein Parkplatz frei. Wir machen das gerade in St. Gallen. Das bringt wirklich etwas, weil dieser ganze Suchverkehr, dieses Kreiseln komplett wegfällt. Wir brauchen einen runden Tisch, um dieses Mobility as a Service zu schaffen. Wir müssen die Spieler zusammenbringen. Das kann keiner mehr alleine. Und ich glaube, auch Städte dazu ermuntern, mutig zu sein. Das geht nicht gegen die Automobilindustrie. Ich komme aus der Automobilindustrie. Aber ich glaube, es gibt heute effizientere Arten, die Innenstadtmobilität bereitzustellen. Und natürlich Ausbreitung von E-Fahrzeugen auf dem Land, weil wir häufig besser sind, effizienter sind als mit dem Zug. Damit mit Blick auf die Zeit, Herr Vorsitzender, möchte ich da gerne schließen, um nicht in die Verlängerung zu gehen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, ein großes Dankeschön. Ja, das ist ja ein wirklich fesselnder Ausblick, vor allen Dingen auch in dieser Deutlichkeit, wie Sie es vortragen. Hört sich eigentlich so an, als gäbe es gar nicht so wahnsinnig viele andere Varianten, die noch in Frage kämen, als das, was Sie uns hier vorgestellt haben. Ich bin sicher, es ruft eine ganze Menge Fragen hervor. Ich schlage vor, wir verfahren einfach mit unserer Fragerunde. Und ich denke, dass irgendwann kurz nach 19 Uhr uns die namentliche Abstimmung erreichen wird. Und dann unterbrechen wir und setzen anschließend fort. Ich habe jetzt 2 Wortmeldungen, 3 Wortmeldungen, 4 Wortmeldungen, 5, 6. Dann machen wir. Jetzt muss ich anfangen, es mir zu notieren. Herr Blankenburg hat zuerst gezuckt. Ich muss es mal kurz aufschreiben. Dann Herr Stein, Herr Rieksinger. Jetzt bin ich nicht mehr ganz sicher, wer der Nächste war, aber ich nehme Herr Dr. Kraft war es, genau. Dann habe ich, glaube ich, Frau Ganserer gesehen. Dann Frau Rudolph und dann Herrn Brinkhaus. Machen wir mal in der Reihenfolge. Herr Blankenburg fängt an. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Vielen Dank auch Herr Professor Dr. Herrmann für Ihren Vortrag. Ich finde das tatsächlich höchst spannend. Ich finde auch den Ansatz Israel, den Sie hier als Positivbeispiel nutzen, total spannend. Ich habe mir das vor einigen Wochen tatsächlich auch selber mal im Praxisversuch gemacht. Und da gibt es ja tatsächlich eine App, über die man alles buchen kann vom nationalen Bahnnetz, die auch selber gar keine Tickets mehr verkaufen, bis hin zum E-Roller. Ich hätte 2 Fragen. Einmal, Sie hatten jetzt einen sehr starken Fokus auf Automobil und auf autonomes Fahren. Wie sieht das? Sie sagen ja, man muss in Mobilität denken, nicht in Verkehrsträgern. Welchen Anteil macht da aus Ihrer Sicht tatsächlich das autonome Fahren? Und welches macht beispielsweise auch ÖPNV aus? Und wie sehen Sie da den Zusammenspiel? Und die andere Frage, die ich hätte, wäre, Sie haben eben gerade auch wir haben viel über Innenstadtverkehre geredet. Wenn wir jetzt mal auf meinen Wahlkreis schauen, dann gibt es da sicherlich auch kleine und mittelgroße Städte, wo das sicherlich auch interessant ist, aber eben auch viel ländlicher Raum. Wie kann man solche Modelle da auch übertragen? Kann man das überhaupt? Also ich fange mal mit der letzten Frage an. Das ist schwer pauschal zu sagen, aber der ÖV ist nicht per se der Gute. Ich hatte es vorher gesagt, wir fahren mit 50 Tonnen Zügen, die Diesel betrieben sind, aufs flache Land raus mit 10 Passagieren. Da wäre es besser, man würde für jeden einen Suff bereitstellen. Also von daher müssen wir, glaube ich, schon sehr genau gucken, wo hat welches Verkehrsmittel seine Vorteile. Und ich will tendenziell sagen, aufs flache Land raus möglichst viel Ladestationen, dass wir das einfach mit dem Auto machen können, idealerweise im Sharing-Betrieb, um wieder diese Auslastung zu optimieren. Das können wir gegebenenfalls. In Israel wird es doch separate Spuren gemacht. Wir können bei uns vielleicht auch durch steuerliche Anreize oder finanzielle Anreize machen. Also da sehe ich das Auto als erheblich im Vorteil. Und der erste Punkt war, wir haben so diese Dichotomie ÖV,
Privatverkehr. Das wird sich vermischen. Niemand von uns wird ein autonomes Shuttle kaufen. Also so wie es in Israel, in Norwegen, Singapur betrieben wird. Das sind dann Stadtwerke zum Beispiel, die das machen. Und dann vermischt sich das ÖV und Privatverkehr, weil ich kann ja dann auch ein Personenpot mir sozusagen vor die Türe fahren lassen. Was ist es dann? Ist es Privatverkehr? Ist ÖV, weil es mir nicht mehr gehört? Ich glaube, wir müssen jetzt anfangen, diese Dinge in ihrer Dichotomie aufzulösen. Ja, genauso wie die einen sind die Guten und die anderen sind die Schlechten. Das wird sich vermischen und das sehen wir überall dort, wo diese Dinge schon jetzt ansatzweise im Einsatz sind. Noch eine Nachfrage? Nee, alles gut. Okay, danke schön. Dann Herr Stein als nächstes. Ja, herzlichen Dank, Herr Herrmann, für die Vorträge. Matthias Stein, ich bin hier Gast aus dem Verkehrsausschuss. Wir haben im Verkehrsausschuss die Debatte um die Frage der Verkehrsprognose und dort werden Prämissen gemacht. Aber wenn ich Sie richtig verstanden habe und auch die 132 Prämissen, ich werde jetzt nicht alle durchgehen, aber zum autonomen Fahren haben die Gutachter der Verkehrsprognose irgendwie gesagt, also was bis zum Jahr 2040 keine Marktdurchdringung beim autonomen Fahren ist, sowohl beim Lkw als auch beim Pkw-Verkehr. Also da würde ich noch mal hören, wie Ihre Einschätzungen sind, weil ich habe bisher da nur die Folien gesehen, gutachterliche Einschätzungen, weil ich sehe das sozusagen bei Ihnen ganz anders, auch auf die Rolle von Kapazitäten von Straßen, die dann vielleicht nicht gebaut werden. Und dann hätte ich noch eine Frage, wie Sie die Zukunft des Fußverkehrs sehen. Das ist meine Zuständigkeit und das ist die Verkehrsart, die in Berlin am meisten gewählt wird. Und da sagt ja die Verkehrsprognose, die ja vom Verkehrsministerium publiziert wird, da werden wir einen Rückgang erleben. Das sehe ich aus Nachhaltigkeitsgesichtspunkt natürlich sehr kritisch. Welche Möglichkeiten der Anregung des Fußverkehrs sehen Sie? Weil das hat natürlich auch gesundheitliche Aspekte, weil die Gesellschaft in Deutschland leidet ja etwas auch unter Bewegungsarmut. Ja. Also ich bin kein Verkehrswissenschaftler, der solche Modelle baut. Ich bin Betriebswirt und aus dieser Perspektive bin ich optimistischer, weil wir brauchen nur mal irgendwo einen Durchbruch. Und Oslo, ich bin da selbst involviert, den traue ich zu, dass die das machen, und zwar vor 2040. Und wenn wir ein solches Role Model haben, dann werden viele andere Städte aufspringen. Vielleicht nicht die gesamte Stadt, aber dort mal ein Quartier und dort mal ein Quartier. Also da wäre ich schon optimistisch, dass wir das vor 2040 hinbekommen, weil die rechtlichen Rahmenbedingungen sind da, die Technologie ist da. Die Hürde ist eigentlich das menschliche Verhalten. Wir müssen sozusagen Verhaltensweisen brechen, die jahrzehntelang erarbeitet worden sind von uns und sogar vererbt worden sind. Aber letztlich brauchst du diesen guten Case, ja, auf dem wir dann aufbauen können. Und die andere Frage, ja, ich nehme mal Fußgänger zu Mikromobilität. Das scheint mir schon ein Thema zu sein. Ich bin sehr oft in London und da haben 50% der Menschen gar kein Auto mehr. Einfach deswegen, weil Parkplätze werden aus dem System genommen. Wir haben Maut im Innenstadtbereich. Da wurde jetzt ein Hochhaus in Betrieb genommen mit 860 Wohnungen und 9 Stellplätzen. Da brauchen Sie gar nicht auf die Idee kommen, ein Auto haben zu wollen. Das heißt, diese Mikromobilität, zu Fuß gehen, gehört da dazu, gegebenenfalls noch mit einem Scooter oder mit einem E-Bike. Das wird sicherlich die dominierende Fortbewegungsart in vielen Cities dieser Welt zu sein in den nächsten Jahren. Da glaube ich, dass Ihr Thema sehr relevant ist. Es wäre Zeit für eine Nachfrage. Nee, danke. Okay, danke schön. Dann Herr Rieksinger. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender, und vielen Dank für den Vortrag. Ich teile praktisch große Elemente Ihrer Analyse. Ich befasse mich auch sehr viel damit, weil ich in der Automobilregion in Stuttgart lebe und es vertrete und merke, dass es aber ungeheuer schwer ist, auch für die Akteure, auch für die politischen Akteure hier, ich nehme mal meine Partei aus, aber auch nicht durchgängig, weg vom Auto zu denken. Also das ist praktisch alles, was auch mit der Elektromotorisierung stattfindet, ist ja eine Fortsetzung des jetzigen Weges. Ja, also um quasi eigentlich ein unsinniges Mobilitätsmittel zumindest auf die ganze Fläche hin fortzusetzen. Und ich teile im Übrigen auch die Einschätzung, dass wir wirtschaftlich
den Kampf schon verloren haben. Also, dass, also wenn man überhaupt an wir und so denkt, aber dass völlig klar war, dass mit der Elektromotorisierung der Markteintritt viel niedrigschwelliger ist. Und sie praktisch Automobilfirmen jetzt haben, wie die Chinesen. Und auch Tesla baut alleine mehr Autos als alle deutschen Autohersteller zusammen. Obwohl da immer großspurige Ankündigungen kommen, sind sie eigentlich schon praktisch meilenweit hinterher. Und im Übrigen auch mit einer Gefährdung der Arbeitsplätze. Also es wird nicht funktionieren, dass auf diesem Weg die Arbeitsplätze erhalten werden. Wir müssten praktisch die Automobilindustrie radikal umbauen in eine Mobilitätsindustrie, die tatsächlich vernetzt denkt. Also ich glaube, der Ansatz, der hier in der Ampelregierung gemacht wird, ist praktisch eine Fehlentwicklung. Leider tragen das alle mit. Ich teile zwei Sachen nicht. Das ist praktisch quer beim autonomen Fahren. Ich glaube, dass es viel Sinn gibt, das mit den Shuttlebussen zu machen, dass es auch viel Sinn gibt, Schienenverkehrswege, die kombiniert sind mit Straßen, zu bauen, die autonom fahren und die auch die letzte Meile abdecken können von der Endhaltestelle bis zur Wohnung. Es gibt dann im Prinzip gar keinen Sinn mehr, in Ballungsräumen oder in Städten praktisch mit dem Auto zu fahren, weil sie überall hinkommen mit besser, umweltfreundlicher und letzten Endes auch deutlich billiger und sozialer. Aber keine einzige deutsche Stadt ist eine Modellstadt für diese Entwicklungen. Wenn man Modellstädte anguckt, guckt man nach Amsterdam oder nach Oslo oder in die nordischen Länder. Hier scheint die Automobillobby so stark zu sein, dass sich keine Stadt getraut, da man einen wirklich fortschrittlichen Weg zu gehen. Das finde ich ein großes Manko. Würde mich auch mal Ihre Einschätzung interessieren. Beim individuellen Fahren, bei Taxis und alles sehe ich es ein, aber beim individuellen Fahren sehe ich irgendwie gar nicht, warum man autonomes Fahren machen soll, was ja auch ein Riesenaufwand ist. Zumindest in den Städten brauchen sie einfach keine Autos, um ein modernes Mobilitätssystem zu machen. Auf dem Land glaube ich auch, dass das länger dauern wird, aber warum arbeiten wir auf dem Land nicht viel mehr mit Bussen und Kleinbussen? Natürlich muss man keine Lokomotiven bauen, die keine Leute transportieren. Man muss auch keine 120 Leute Busse produzieren, wie wir das ja ausschließlich machen, um 10 Leute zu transportieren. Aber wir produzieren zum Beispiel keine Kleinbusse in Deutschland. Auch dort haben wir den Markt allen anderen Leuten überlassen. Daimler zieht jetzt noch mal ab mit einer Produktionsstätte. Ich finde da null Lenkungswirkung. Ich würde dort viel mehr auch überhaupt, wenn man sich einwählen kann mit Apps und bis zur Haustür gefahren werden kann, kann man natürlich mit Kleinbussen und Elektrobussen ungeheuer viel machen und sehr schnell praktisch die Leute von der Straße bringen. Deswegen würde ich Ihr System noch ein bisschen weiterdenken. Ich würde aber auch sagen, letzte Anmerkung, und von den Arbeitsplätzen her, wir haben immer gesagt, wir müssen dringend die Automobilregionen in Mobilitätsregionen umbauen. Wenn wir nicht das Schicksal der Stahlindustrie oder der Kohleindustrie in den Automobilregionen erleben wollen, dazu würde mich Ihre Meinung interessieren. Ansonsten bin ich überrascht, wie identisch Ihr Konzept mit dem der Linken ist, was vielleicht gar nicht Ihre Absicht war. Auf jeden Fall sind für die Antwort jetzt nur noch weniger als 20 Sekunden über. Oh. Ach so, Entschuldigung, ist das mit Antwort? Ja, ja. Oh, dann. Ja, dann mache ich es ganz kurz. Ich komme aus der Schweiz, ich gehöre keiner politischen Partei in Deutschland an. Ja, Modellstadt, dann gucke ich zu den Kollegen der FDP. Das müssen wir machen in Deutschland. Das ist die Aufgabe vom Verkehrsministerium, eine Modellstadt auf den Weg zu bringen. Kurze Antwort. An einem Punkt möchte ich Ihnen widersprechen. Denken Sie daran, dass das Auto Reichweite schafft. Es schafft Integration in die Gesellschaft. Es schafft berufliche Perspektiven. Ich habe lange in Chicago gearbeitet und wir haben dort durch andere Verkehrsoptionen Menschen von 100.000 Jobs plötzlich die Möglichkeit gegeben, 200.000 Jobs innerhalb einer Stunde pendeln zu erreichen. Also wir dürfen das Auto nicht per se verdammen, sondern wir müssen es
Wir müssen es ökologisch machen, da sind wir, glaube ich, völlig einig. Wir müssen es reduzieren dort, wo es geht. Aber auch im Innenstadtbereich gibt es Menschen, die sind behindert. Es gibt alte Menschen, die am sozialen Leben teilhaben wollen. Es gibt behinderte Menschen. Also das Auto per se rauszunehmen, das fände ich falsch. Jetzt bin ich schon drüber. Ja, da machen wir jetzt einen Punkt. Zwar ist das optische... Alles gut. Kein Problem. Das optische Signal ist zwar schon da, aber ich würde sagen, einen Durchlauf machen wir noch. Da ist der Herr Dr. Kraft dran und dann nach der Unterbrechung Frau Ganserer. Gut, danke schön für den Vortrag. Schön, dass Sie jetzt auf die Frage vom Kollegen Blankenburg auch auf den ländlichen Raum eingegangen sind. Ich habe den im Vortrag ein bisschen vermisst und vieles, was Sie sagen, ist für die urbane Umgebung natürlich absolut richtig. Im ländlichen Raum, naja, was nützt mir ein geteiltes Auto und so weiter, wenn es 4 Kilometer im nächsten Dorf steht? Ja, da brauche ich ja schon ein Auto, um hinzufahren. Okay. Ich stimme nicht ganz überein, oder sagen wir so, wenn Sie richtigerweise sagen, dass die Elektromobilität etwas ist, was China natürlich wirtschaftlich nach vorne bringt, dann müssen Sie natürlich die politischen Entscheidungen in Deutschland hinterfragen, die Elektromobilität mit milliardenschweren Steuergeldern zu subventionieren. Also ob das Ganze so im Interesse der deutschen Arbeitsplätze war, der deutschen Wirtschaft, das sei ja mal angesichts dieser Frage dahingestellt. Sie haben unbestritten recht, dass es so ist. Ich komme nicht ganz mit bei den Fragen, wie Sie bei der Unterscheidung, ob jetzt Auto weiter im Privatbesitz ist, auf der einen Seite, und autonomes Fahren auf der anderen Seite. Wenn nur eine Sache davon angewendet wird, dann spare ich ja de facto gar nichts. Die Belastung der Straßen, das Emittieren von Emissionen, von Umweltgiften, hängt ja von den Fahrzeugbewegungen ab. Also ein Fahrzeug, das bei mir in der Garage steht, hat weder an den Parkplatzproblemen Anteil, noch an den Umweltemissionen, noch an einem Stau. Es nimmt ja daran keinen Anteil. Wenn ich die gleiche Anzahl von Personen befördere, wenn ich die gleiche Anzahl von Stau haben, ich werde die gleichen Emissionen haben in der Stadt, und die Parkplatzprobleme fallen dann aber raus. Zugegebenermaßen. Aber ich werde an den anderen beiden Punkten keinerlei Verbesserungen haben. Ja, es wird halt nur von einem Auto, von dem gleichen Auto gemacht, das immer und immer wieder im Kreis fährt. Und auch wenn ich zum autonomen Fahren gehe, werde ich keine Verbesserungen haben bei der Anzahl der Personen, die pro Fahrzeug befördert werden. Es wird sich immer noch in den statistischen 1,5 Personen bewegen. Nur die Leute werden halt ihre Fahrten dann eben mit einem automatischen Bot machen, anstatt mit ihrem eigenen Fahrzeug. Also auch an diesem Parameter wird das Ganze erst einmal nichts verändern. Also es wird einfach wahrscheinlich dazu führen, dass es nur einfach wenige Autos gibt in einem Land, aber an diesen anderen Prozessen eher weniger. Und wenn ich dann schon beim Thema der Emissionen bin, dann um den Gewicht, was Sie angesprochen haben, der Tendenz des Autos, ob man dann nicht einfach sagen muss, dann ist ja Elektromobilität. Herr Vorsitzender, wollen Sie darauf hinweisen, dass keine Zeit mehr für die Antwort bleibt, oder sollen wir das zwischendurch mal machen? Zweieinhalb. Ist noch drei Minuten, Frau Kollegin. Genau. Dass bei den Emissionen, die durch den Bremsabrieb und Reifenabrieb, wo das Gewicht dann maßgeblichen Einfluss hat, dass Elektromobilität ein Teil des Problems ist. Denn Elektromobilität ist ja ein Treiber der Gewichtsentwicklung beim Auto. Danke. Sie haben jetzt viele Punkte angesprochen. Lassen Sie mich mal mit dem ländlichen Raum anfangen. Wir haben hier ein Modellprojekt in der Schweiz, wo wir mit autonomen Fahrzeugen nur dünn besiedelte Täler im Prinzip anfahren. Und es führt natürlich dazu, dass wir die Transportkosten massiv reduzieren können, weil Personalkosten sind der entscheidende Treiber bei solchen Taxidiensten oder Ruftaxis, wie das, glaube ich, bei Ihnen hier in Deutschland heißt. Da kann man einiges bewirken und es geht dann per App. Und wenn zwei oder drei Personen sich zusammentun, dann können wir die Kosten der Fahrt reduzieren. Das ist für mich auch der Ansatz. Natürlich haben wir erstmal mehr Verkehr. Das ist ja auch gut. Wir wollen doch, dass Menschen unter Menschen kommen, dass alle Menschen Reichweite haben, dass alte Behinderte wieder mobil sind, dass junge Menschen zu ihrem Sportverein kommen. Das ist doch per se was Positives, wenn wir unterwegs sein wollen. Von da gebe ich Ihnen zu, vorneweg gibt es mehr Verkehr durch autonomes Fahren, weil jeder unterwegs sein kann. So, jetzt kommt es aber darauf an, dass wir das intelligent machen. Lassen Sie uns doch so machen, dass wir sagen, wer in einen 10-Shuttle-Bus einsteigt, der bezahlt nur die Hälfte im Vergleich zu Situationen, wenn ich einen 2-Personen-Pot beispielsweise per Handy anfordere. Oder wie in Israel. Wenn ich in einem größeren Bus drin bin, dann komme ich auf eine separate Spur und kann irgendwelche anderen Fahrzeuge überholen. Also wir haben doch Möglichkeiten, dieses Verhalten ein Stück weit zu gestalten. Von da wäre ich schon der Hoffnung, Herr Kraft, dass man dieses mehr Verkehr, gebe ich Ihnen zu, durch intelligente Steuerung, durch Anreize in den Griff kriegen können und dass wir zum Schluss ein positives Netto bekommen.
Okay, ich unterbreche die Sitzung für die namentliche. Wir finden uns in ein paar Minuten hier wieder ein. Ja, das ist in der Tat die spannende Frage, die ich mir stelle, ist, dass ich den Weber nicht kenne. Das ist jetzt gerade so ein bisschen angesprochen. Warum?
So, liebe Kolleginnen und Kollegen, alle Fraktionen, fast alle sind vertreten. Ich denke, wir fahren fort. Ich lese mal ganz kurz die Redeliste vor. Ich habe jetzt Frau Ganserer, Frau Rudolph, Herrn Brinkhaus, Herrn Dr. Geisler, Frau Effner und Herrn Al-Halak. Das sind 6 mal 5 Minuten, macht eine halbe Stunde. Es wäre also, wenn wir 20 Uhr mal ins Auge fassen, weiterhin noch Platz für 1 bis 2 weitere Rednerinnen oder Redner. Gibt es noch Wortmeldungen aus der Runde? Herrn Wagner nehme ich noch mit auf. Gibt es noch einen weiteren? Eine weitere. Dann schlage ich vor, dass wir an der Stelle die Redeliste schließen, abarbeiten und so verfahren. Ja? Ich sehe keinen Widerspruch. Dann machen wir das so. Und ich bitte Frau Ganserer darum. Ja, vielen Dank, Herr Herrmann, für Ihre Ausführungen, die ich in weiten Teilen teile und die mir sehr vertraut vorkommen. Ich durfte von 2013 bis 2018 für die Grünen Mobilitätspolitik im Bayerischen Landtag mitgestalten. Und das sind die großen Megatrends, mir teilweise eben vor 8 Jahren schon von Mitarbeitern von BMW auch vorgetragen wurden. Die habe ich damals auch schon geteilt. Mobility as a Service, weg vom Besitzen und Verknüpfung der Verkehrsträger, Einsatz des Verkehrsträgers, der am effizientesten ist und am schnellsten verfügbar. Und also da mache ich mir heute schon auch Sorgen für die deutsche Automobilindustrie, weil im Digitalen ist es ja eigentlich so, dass das nach dem System läuft, the winner takes it all. Also entscheidend ist, wer die beste und benutzerfreundlichste App anbietet, noch nicht einmal, wer der günstigste ist, sondern welche App am coolsten ist und welche am schnellsten auf allen Smartphones verfügbar. Derjenige wird in Zukunft steuern, wie wir unsere Mobilität umsetzen. Und da scheint mir nicht nur die deutsche Automobilindustrie, sondern auch der deutsche ÖPNV bisher viel zu schlecht aufgestellt bzw. nicht warm genug angezogen. Wenn ich mir das mal anschaue, gut, mit dem Deutschland-Ticket haben wir jetzt ein einheitliches Tarifsystem, wenn geschafft, aber die Vielzahl der Verkehrsverbünde. Und wir kriegen es ja noch nicht einmal hin, dass wir wirklich alle Fahrplandaten bekommen, geschweige denn Echtzeitdaten. Und was meinen Sie, was da im ÖPNV noch passieren muss, was da die Politik anstoßen könnte? Und dabei möchte ich es erst einmal belassen. Darf ich pointiert sein, weil ich ja aus dem Ausland komme? Schaffen Sie die Verkehrsverbünde ab. Ich glaube, wir haben 75 in Deutschland. Jeder hat seinen Vorstand. Jeder glaubt, er kann es besser. Jeder hat 5 verschiedene Apps. Wenn man durch Deutschland durch muss, braucht man 20, 30 verschiedene Apps, weil die in München anders ist als die in Frankfurt. Wir brauchen eine Master-App oder eine Mega-App oder wie man sie das bezeichnen wollen, so wie eine Grab in Asien, wie ein Wim in Finnland, ein Stück weit wie die SBB-App bei uns in der Schweiz, wo alle Verkehrsträger integriert sind und zwar mindestens landesweit. Also das wäre ein Meilenstein, weil wir müssen die Zugänge in das System einfach halten. Und wenn Sie erst mal eine App lernen müssen, die Yelby funktioniert anders als die in München, dann habe ich schon keine Lust mehr. Und deswegen wäre das, ich weiß nicht, ob Sie das politisch wollen und überhaupt beeinflussen können, aber das wäre ein entscheidender Schritt. Da bin ich völlig bei Ihnen. Es wäre Zeit für eine Nachfrage. Ja, zum Thema ländlicher Raum, also mit Konkurrenz zu Zügen. Ich glaube, das ist nicht der Konkurrenz oder ein Ersatz, sondern beides zusammen gibt Synergieeffekte. Also wenn wir im ländlichen Raum wirklich Sharing-Systeme haben, autonomes Fahren, dann würde das ja auch die Menschen wegbringen vom Besitz und es würde die Möglichkeit einräumen, dass ich dort, wo es günstiger ist, wo schneller ist mit der Bahnfahrt. Und von dem her sehen Sie da nicht gerade auch für den ländlichen Raum eine große Chance mit Sharing-Systemen und autonomen Fahren. Ja, wobei der Fahrzeugbesitz schon tief in uns verankert ist. Das muss man ganz klar sehen. Die Automobilindustrie hat einen sensationellen Job gemacht in den letzten 50 Jahren. Das muss man neidlos anerkennen, ist auch das Rückgrat unseres Wohlstandes. Und es hat natürlich was zu tun mit einer emotionalen Aufladung und auch mit der Idee der permanenten Verfügbarkeit. Ja, man hat ja immer das Szenario vor Augen, nachts um 3 muss ich irgendwo hin, ja, und kann da nicht sozusagen mit den ÖVs. Deswegen will ich irgendwie ein Auto haben.
Oder bei uns in der Schweiz hat man einen Suff, weil man einmal pro Jahr mit der Familie in die Skiferien gehen muss. Ja, es gibt also dieses Denken dominiert ja schon auch unser Handeln. Von daher glaube ich, dass wir so schnell von dem Privatbesitz nicht wegkommen. Aber wir müssen es intelligent koppeln. Und ich möchte schon daran erinnern, dass der ÖV nicht der Gute, nicht per se der Gute ist. Wir haben wirklich eine schlechte Auslastung in Off-Peak-Zeiten im ländlichen Raum. Wir haben sehr schweres Material, wir haben Dieselfahrzeuge. Wir hatten da mal rumgerechnet, wir kommen ja auf 71 Gramm CO2-Emission pro Personenkilometer im Nahverkehr. Also da kann man schon noch einiges machen, indem wir durchaus intelligente, autonome Systeme, also Fahrzeuge in dem Fall, einsetzen und nicht zwingend in jedes Ort im Prinzip einen schienenbasierten Verkehr legen. Also man muss es wahrscheinlich im Einzelfall anschauen, was die bessere Option ist. Vielen Dank. Bevor Frau Rudolph an der Reihe ist, ein kleiner Hinweis an Herrn Rixinger, weil Sie es gerade nicht mitbekommen konnten. Wir haben schon so viele Wortmeldungen, dass wir locker nach 20 Uhr auskommen werden, wenn nicht irgendein Wunder passiert und alle kürzer reden. Insofern habe ich Sie notiert, aber eigentlich ist die Redeliste dicht. Wenn es noch passen sollte, dann gerne. Frau Rudolph. Ja, apropos tief verwurzelt, das ist jetzt vielleicht eine sehr deutsche Frage, aber kennen Sie Fälle, dass es schon Gerichtsprozesse oder Streitigkeiten gegeben hat, weil Autos mit dem autonomen Fahren in Verkehrsunfälle verwickelt waren? Und wie haben Sie das Gefühl, ist da die Compliance und die Akzeptanz in der Gesellschaft, beziehungsweise fürchten Sie da Präzedenzfälle, dass es da zu einem Mangel an Akzeptanz kommen könnte? Ja, also wir hatten ja die Fälle von Tesla in den USA, da gab es einige tödliche Unfälle und da war der mediale Aufschrei groß. Ich weiß jetzt nicht, ob es da Demonstrationen gab, meines Wissens nicht, aber der mediale Aufschrei war sehr, sehr groß. Es hat damit was zu tun, dass wir Menschen eher Fehler verzeihen als Maschinen. Und deswegen müssen Maschinen mindestens so gut sein wie Menschen. Und wir haben ja in Deutschland die Situation, dass jedes Fahrzeug im Schnitt alle 13.000 Fahrstunden einen Unfall macht, statistisch gesehen. Also ein Fahrzeug fährt sozusagen 13.000 Stunden und dann macht es einen Unfall. Und wir sind durch die Systeme LIDAR bei LIDAR etwa alle 1000 und bei den anderen Systemen Kamera auch etwa alle 1000. Und der entscheidende Punkt ist, dass wir die zwei Systeme, so macht es Mobileye, unabhängig voneinander sozusagen wahrnehmen lassen. Und dann kann man diese zwei Wahrscheinlichkeiten fast miteinander multiplizieren, muss natürlich eine gewisse Korrelation abziehen. Und das ist im Prinzip der Zugang. Und was Tesla nicht macht, ist, diese zwei Systeme unabhängig voneinander zu betrachten. Die werden sozusagen fusioniert und damit kommen sie nicht auf diese sehr hohe Sicherheitszahl. Und deshalb, Tesla ist natürlich sehr progressiv. Sie kennen Elon Musk von seinem Naturell her. Deshalb wird es da sicherlich in Zukunft schon noch Unfälle geben. Das ist ein Rückschlag ohne Zweifel. Aber ich glaube, die Grundrichtung wird sich dadurch nicht verändern. Gibt es eine Nachfrage? Das ist nicht der Fall. Dankeschön. Dann Herr Brinkhaus und danach Herr Dr. Geißler. Ja, vielen Dank für den Vortrag. Eine Vorbemerkung. Ich fand das gut, dass Sie da sehr disruptiv gesagt haben, wir müssen uns jetzt mal irgendwie von den einzelnen Verkehrsträgern und von dieser ideologischen Freundlichkeit oder Unfreundlichkeit zu den einzelnen Verkehrsträgern, das können wir uns ja alle in unterschiedlichen Parteienfarben anziehen, lösen, sondern müssen die Sachen mal sachlich betrachten. Also ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Impuls. Also Individualverkehr ist per se nicht gut und öffentlicher Nah- und Fernverkehr ist per se auch nicht gut, sondern also jeder muss irgendwo zeigen, dass er dann auch irgendwo möglichst ressourcenschonend Mobilität organisiert. Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Ansatz auch für die Verkehrspolitik. Deswegen bin ich auch froh, dass heute einige, jetzt ist Herr Stein wieder weg, aber einige Verkehrspolitiker da sind. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Frage. Erste Frage. Sie haben gerade gesagt, also je kleiner der Pott ist, desto größer ist der Preis, wo die Leute mit und so möchten Sie die in größere Gefäße irgendwo reinbringen, die Leute. Nichtsdestotrotz stelle ich die Frage, macht es Sinn, tatsächlich den schienengebundenen Fernverkehr so in dem Maße auszubauen, wie wir das in Deutschland jetzt vorhaben, mit Deutschlandtakt, mit großen Investitionssummen? Ich würde es mir wünschen, ich bin begeisterter Bahnfahrer, aber macht das Sinn? Zweite Frage, können Sie vielleicht in diesem gesamten
Mix noch was zum Thema Flugverkehr sagen, auch vor dem Hintergrund, dass es ja Bestrebungen gibt, Flugverkehr wieder zu individualisieren. Stichwort diese phänomenalen Flugtaxis. Vielleicht können Sie das noch sagen. Und dritte Frage, vielleicht können Sie, wir haben jetzt über die Beförderung von Personen gesprochen, wir haben ja auch eine große Mobilität im Frachtbereich, auch übrigens immer kleinteiliger durch die Amazons und die Versender. Vielleicht können Sie auch noch einen Satz zu sagen. Also aus Schweizer Perspektive können Sie gar nicht genug in die Bahn investieren, weil wir ein ganz anderes Anspruchsniveau haben, was Pünktlichkeit anbelangt. Wir geben aber auch fünfmal mehr pro Person für die SBB aus im Vergleich zu Deutschland. Also unter ökologischen Gesichtspunkten ist auf die lange, flache Distanz die Bahn nicht zu schlagen, wenn die Auslastung halbwegs stimmt, mit möglichst wenig Stops, dass man die Energie bei der Energie effizient sind. Von daher sind die Investitionen aus meiner Sicht positiv. Die Bahn wird dann schlecht, wir haben ja schon öfters darüber gesprochen, wenn man in die Verästelung hineingehen. Da könnte ich mir durchaus eben andere Verkehrssysteme bis hin eben zu autonomen Shuttle vorstellen. Also um das einfach zu beantworten, ja, ich denke schon, dass die Investitionen in die Bahn sinnvoll sind. Und am besten wäre, nicht zu stoppen. Weil diese Stops und diese Beschleunigung, die brauchen natürlich sehr, sehr viel Energie. Also wenn man im Prinzip Köln-Frankfurt ist so ein Beispiel, wenn man da im Prinzip durchfahren kann, das ist im Prinzip energetisch und im Hinblick auf die Ökobilanz nicht zu schlagen. Schlecht für Montabaur, das stimmt. Was wir natürlich schon mitdenken müssen, ist, wenn wir über CO2 reden, müssen wir auch über die CO2 der Infrastruktur reden. Und wir hatten mal eine Kalkulation gemacht, dass allein Stuttgart 21 2 Millionen Tonnen CO2 verursacht. Ich hatte es auch irgendwo in der Folie drin. Ich will das nicht schlecht reden, überhaupt nicht. Das ist gar nicht mein Thema. Aber in der Diskussion reden wir immer nur über die Emission, die aus dem Antrieb kommt. Wir haben zum Beispiel das NEAD-Projekt, das Sie kennen, das sind die 50 Kilometer unterm Gotthard. Da wurde so viel CO2 emittiert, dass sozusagen jeder Reisende für die nächsten 30 Jahre einen gewissen CO2-Rucksack substanzieller Art mit sich führt. Also das, glaube ich, würde die Diskussion noch mal verfeinern, wenn wir das mit berücksichtigen. Der Punkt Logistik, ja, wir haben ja 30% des innerstädtischen Verkehrs, das sind diese Transporter. Jetzt kommt Amazon und sagt Same Day Delivery, das heißt, die fahren wegen einem Paket auch nochmal durch. Und da würde ich mir solche Hubsysteme vorstellen. Da gibt es auch schon erste Prototypen, dass sie in gewisser Weise wie am Stadtrand angeliefert werden. Und dann machen wir Feinverteilung über Lastenfahrräder, vielleicht irgendwann über so autonome Roboter. Da kann man sich ja einiges vorstellen. Aber da müssen wir ran, weil dieser Onlinehandel in Kombination mit Corona hat natürlich dazu geführt, dass der innerstädtische Verkehr mit Transportern enorm ansteigt. Ich glaube, das wär ein Thema, das dringend angegangen werden muss. Bitte? Fliegen hatten Sie noch gesagt. Da muss ich offen zugeben, da bin ich nicht so wirklich sattelfest, was es anbelangt. Da kann ich Ihnen jetzt keine solide Antwort geben, ob das die Zukunft ist, mit diesen Flugtaxis unterwegs zu sein. Ich würde mir wünschen, dass man dort, wir haben ja die Diskussion in Ihrem Land über E-Fuels, da würde ich den Einsatz von E-Fuels sehen, weil Batterien sind zu schwer. Und wir müssen runter bei den CO2-Emissionen. Da könnte ich mir Paradebeispiel Einsatz E-Fuels vorstellen. Inwieweit sich solche Flugtaxis durchsetzen, Herr Brinkhaus, ich kann es Ihnen wirklich nicht beantworten. Dankeschön. Dann jetzt Herr Dr. Geißler und danach Frau Effner. Also ich darf mich bei Ihnen auch für den unglaublich spannenden Vortrag bedanken. Vielleicht ganz kurz zu meinem Hintergrund. Ich bin im Verkehrsausschuss und bin der Berichterstatter fürs autonome Fahren. Ich rede wahnsinnig viel mit Leuten, die die Fahrzeuge auf die Straße bringen, schaue mir unglaublich viele Modellvorhaben in ganz Deutschland an und ich höre immer wieder den Satz, wir brauchen 5 bis 10 Jahre, um das in der Fläche auszurollen. Das eigentliche Problem ist, dieser Satz ist vor 5 Jahren auch schon gefallen und 5 Jahre davor auch schon. Was sich seitdem geändert hat, ist, Deutschland hat heute einen der modernsten Rechtsrahmen fürs autonome Fahren geschaffen, aber wir schaffen es nicht, dass die Dinger bei uns tatsächlich gebaut werden, wie Sie das auch angesprochen haben. Die werden heute in den USA, in Asien gebaut. Und da wäre bei mir die erste Frage, ob wir teilweise zu zögerlich sind. Also das, was die Kollegin Rudolph angesprochen hat,
mit den Prozessen, die stattfinden, die finden in den USA statt, weil man da die Dinger laufen lässt. Die fahren da auch mit 50, teilweise bis zu 80 sind die unterwegs. Bei uns tuckeln die Shuttles mit 18 km/h durch, weil man immer auf Nummer sicher geht. Deswegen erste Frage, sind wir zu zögerlich, damit man wirklich auch in den Rollout gehen kann? Zweite Frage ist, weil Sie Oslo angesprochen haben. Wenn ich mit den Herstellern rede, dann sagen die, wir bauen halt kleine Mengen, weil bei uns werden mal 3 Shuttles bestellt, mal 6 Shuttles. Also ist die Art und Weise, wie wir fördern, vielleicht falsch, dass wir nicht kleine Projekte fördern sollten, sondern dass man wirklich in den Bereich einer Ankerförderung reingeht. Also dass man sagt, wir bestellen jetzt in einem Verkehrsverbund, die werden unterstützt, dass sie zum Beispiel 5000 Shuttlebusse bestellen können. Weil dann wird es auf einmal auch wirtschaftlicher in der Produktion. Also Sie haben Modellstadt angesprochen, aber ist die Art, wie wir fördern, grundsätzlich falsch und müsste in dem Bereich überdacht werden? Also ich fange mit der letzten Frage an, weil die liegt mir wirklich am Herzen. Ich hatte es einfach mit Modellstadt umschrieben. Sie können es auch Modellregion nennen. Wir müssen jetzt den großen Sprung machen. Es nützt überhaupt nichts mehr, ein weiteres Shuttle in irgendeiner Gemeinde in Deutschland einzusetzen. Wir lernen überhaupt nichts mehr dazu, sondern wir müssen jetzt in sozusagen den Wirkbetrieb kommen. Wir müssen Zahlungsbereitschaft feststellen. Wir müssen Akzeptanz feststellen bei den Kunden. Und da bin ich völlig bei Ihnen. Deswegen meine ich Modellregion, Modellstadt, wo man vom Bund finanziert einmal eine Stadt umbaut und dann halt nicht nur 3 Shuttles drin hat, sondern dass man dann halt 50, 60, 70 Shuttles mal probiert, unterschiedlicher Größenordnung, unterschiedlicher Tarifsysteme. Da kann man sich ja vieles vorstellen in Kombination mit dem ÖV. Und wir müssen das lernen. Das ist so abstrakt für die Menschen. Sie müssen ins Doing kommen. Man muss das mal anfassen, muss man in so einem Shuttle drin gewesen sein. Ich darf Ihnen sagen, ich bin mit Audi auf einer Rennstrecke gefahren, in einem autonomen Rennwagen mit 300. Und wir sind da auf eine Kurve zugefahren. So schnell bin ich noch nie in eine Kurve reingefahren. Da wird Ihnen Angst und Bange. Aber ab dem zweiten Mal macht es richtig Spaß. Und das Erlebnis, das brauchen wir. Das müssen wir den Menschen bieten. Und deswegen möchte ich Sie wirklich ermuntern, nehmen Sie mal Geld in die Hand, machen eine Ausschreibung und irgendeine Stadt kriegt halt mal ein paar Millionen, ein paar 10 Millionen wahrscheinlich, dass man die mal from scratch im Prinzip neu aufbauen können. Mobileye liefert die Technologie, ZF liefert die Fahrzeuge. Wir haben ja genug Anbieter um uns herum. Das wäre ein Meilenstein. Und vor allem würden sie Arbeitsplätze ansiedeln. Die Tech-Firmen kämen, die App-Provider. Ja, wir würden sozusagen ein neues Ökosystem versuchen hier aufzubauen. Ja, und das bringt mir auch zur ersten Frage. Natürlich sind wir zu zögerlich. Das hat ein Stück weit natürlich auch mit der Automobilindustrie zu tun, deren Geschäftsmodell darin besteht, Autos zu verkaufen und wir fahren sie. Was sie schrittweise machen, ist, diese autonomen Funktionen als Zusatzausstattung schrittweise einzubauen. Bei 60, auf der Autobahn und so weiter. Wir machen nicht den großen Sprung. Und von daher meine ich auch, ja, wir sind zu zögerlich. Wir müssten hier mit mehr Geschwindigkeit voran, weil wir lernen das nur in der Handhabung, wenn wir es erfahren können. Das können Sie sich nicht abstrakt erschließen. Ja, ich sage klar ja auf Ihre Frage. Eine sehr kurze Ergänzung wäre möglich. Also vielleicht eine kurze Nachfrage. Können wir das, was wir verloren haben, noch mal aufholen? Glauben Sie, dass das in Europa zumindest gelingt? Ich meine, die deutsche Automobilindustrie hat eine enorme Kraft. Also wir könnten es theoretisch einkaufen. Meine Sorge ist eine andere. Kriegen wir das sozusagen kulturell in diesen Unternehmen verankert? Weil ein Automobilunternehmen zu führen, ist sozusagen top-down. Eine Software-Company zu führen, das braucht völlig andere Ansätze. Da müssen Sie ganz anders mit Menschen umgehen. Die können Sie nicht führen wie ein Automobilunternehmen. Und da scheitern ja auch viele dran. Man versucht dann auszulagern. Manchmal klappt es, manchmal klappt es nicht. Ich glaube, es ist weniger eine Frage der finanziellen Substanz, sondern mehr eine Frage des kulturellen Zugangs. Dankeschön. Dann haben wir jetzt Frau Effner und dann Herrn Al-Halak. Ja, an der Stelle würde ich tatsächlich auch gerne ansetzen an der Frage,
Wertschöpfung hier halten und Arbeitsplätze tatsächlich hier halten. Aus Ihrem Blick drauf auf die Entwicklung, die es jetzt genommen hat. Wenn wir schauen, wer beschäftigt sich mit Konnektivität, welche Unternehmen spielen dort tatsächlich eine Rolle und warum haben die sich wo entwickelt? Ist nicht eine Frage. Braucht es vielleicht frühzeitigere politische Weichenstellungen, in welche Richtungen es geht, damit Investitionsentscheidungen klarer angereizt werden in Bereiche? Und haben wir nicht oft eher die Gefahr, dass sich am Alten festgehalten wird und dadurch eben tatsächlich die Richtung nicht klar ist und mit dem, was da ist, quasi Geld verdient ist und nicht in die Neuentwicklung gegangen ist? Das wäre so die erste Frage, wie man da tatsächlich politische Weichenstellungen machen kann, dass wir eben auch in Zukunft Wertschöpfung und Arbeitsplätze in diesem Land haben. Die zweite Frage, das Thema Mobilität als Daseinsvorsorge. Sie haben das Beispiel genannt, die zig Verkehrsverbünde, die wir in Deutschland haben und die Sie in der Schweiz nicht haben. Müsste man diese Frage nicht zum Beispiel auch für Material wie Wagen, Transportmaterial stellen? Und im Übrigen, wir haben mittlerweile in Deutschland sehr wohl Versuche, auch mit kleinen Shuttles, die autonom fahren, die wir auf der Bundesgartenschau schon fahren lassen haben und so. Also wo tatsächlich die Wege da sind. Aber wenn dort eben jede kleine Region ihre Einkäufe macht und wieder zig Vorgaben macht, die unterschiedliche Anforderungen haben, dann komme ich nie auf Stückzahlen, die wirtschaftlich sich irgendwie rechnen. Wie könnten wir da politisch tatsächlich was reinbringen? Und das Letzte eben auch, Sie haben das Thema Mobility Hubs schon angesprochen. Wie organisieren wir Warenverkehr tatsächlich vielleicht auch anders? Und kann es da nicht auch sowas wie eine letzte Meile geben, die wir vielleicht spontan transportieren, aber auch ein öffentliches Angebot, was viel weiter über die momentan vorhandenen Bahnstrecken hinausgeht, wo ich quasi als Dienstleister, der Waren verschickt, quasi Plätze buchen kann in meinen Hubs und auch eben zum Beispiel in Shuttlen. Also wir verlieren Wertschöpfung durch den Wandel in die E-Mobilität hinein. Die Batterien kommen alle aus Fernost. Die machen je nach Modell 30-40% der Wertschöpfung aus. Und vor allem dort liegt die Intelligenz in der Batterie und vor allem in der Steuerungssoftware der Batterie. Ein E-Motor zu bauen, das kann jeder Gymnasiast. Das ist nicht das, was uns auszeichnet. Wir müssen sozusagen in der Batterietechnologie Spitze werden. Gut, es entstehen ja jetzt Batteriewerke in Deutschland, aber halt die anderen haben 10 Jahre Vorsprung. Den müssen wir erstmal aufholen. Von daher werden wir Wertschöpfung verlieren. Ich mache mir weniger Sorgen derzeit bei den Herstellern, sondern bei den Zulieferern. Wenn Sie irgendwo Zulieferer sind, in Bayern oder in Baden-Württemberg, bauen Dichtungsringe für irgendwelche Kolben, ja, was machen Sie dann? Ja, haben 300 Mitarbeiter. Das bedeutet im Prinzip einen totalen Turnaround. Also da, glaube ich, kriegen wir schon noch gewaltige Herausforderungen. Und deshalb glaube ich auch, ich mag den Begriff ungern verwenden, weil er, glaube ich, im Politischen nicht mehr so gewollt ist, aber früher gab es mal Industriepolitik. Ja? Erlauben Sie mir das zu erklären. Ich meine nicht staatliche Intervention, aber eine gewisse Form der staatlichen Partnerschaft, der Betreuung oder wie man das auch immer bezeichnen will. Das würde ich hier mir schon wünschen, weil einfach diese neue Mobilitätsindustrie, die braucht andere Fähigkeiten und die in der derzeitigen Welt eben nicht entwickelt werden. Und Sie haben natürlich angedeutet in dem Zusammenhang, dass wir die Automobilindustrie unterstützt haben durch Abwrackprämien und alles, haben sozusagen versucht, den Status quo um jeden Preis zu retten. Das ist so, ja. Klar, es hängen viele Arbeitsplätze
Arbeitsplätze dran, es hängen viele Folgeindustrien dran. Wir müssen schon sehr sorgfältig umgehen mit dieser Industrie. Aber ich meine schon, wir können sie auch fordern. Ich habe jetzt die Zahl nicht mehr im Kopf, aber es sind viele, viele Milliarden an Gewinnen, die diese Industrie erwirtschaftet hat in den letzten 7, 8 Jahren. Da könnte man schon einiges sozusagen in die Zukunft investieren. Also ich meine schon, diese Industrie muss in die Pflicht genommen werden. Aber ich würde mir nicht einfach nur die Haltung des Staates erwarten, wir lassen Dinge laufen, sondern es geht hier wirklich um eine Industrie. Wenn uns die ein Stück weit wegbricht, dann haben wir generell ein Problem in unserem Land. Dankeschön. Jetzt ist Herr Al-Halak an der Reihe und dann Herr Wagner. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Verehrter Herr Dr. Professor Dr. Hermann, ich bin aus dem ländlichen Raum, bin Handwerker, also ich muss jeden Tag in der Früh zur Arbeit auch fahren und da rede ich jetzt auch für viele. Meine Frage bezieht sich tatsächlich auf diese Anreize. Ich meine, welche Anreize hätte ich, um eben mich umzustellen auf autonomes Fahren? Ich meine, für mich ist es ja wichtig, dass ich in der Früh pünktlich zur Arbeit kann. Einmal. Zweitens, auf der Autobahn habe ich jetzt auch nachgelesen, dass natürlich aktuell noch die Probleme bestehen, dass ich jetzt nicht schneller als 100 fahren darf anscheinend. Und dann auch eine weitere Frage, die eigentlich schon beantwortet worden ist. Ich meine, wann darf ich denn überhaupt eingreifen? Ich meine jetzt bei Unfällen, wo ich jetzt, sagen wir mal, kritisch dann vielleicht auch feststellen muss, dass ich jetzt unbedingt eingreifen muss, wie das möglich ist nochmal. Und eine weitere Frage vom Kollegen noch, Jens. Machen Sie erstmal ruhig. Genau. Dann. Also ich bin völlig bei Ihnen. Gute Mobilitätspolitik ist Sozialpolitik. Ja? Sie sollen Reichweite haben, auch wenn Sie im Land wohnen. Da möchte ich wirklich nicht falsch verstanden werden. Wir brauchen Reichweite, um Menschen in Arbeit zu bringen, um sie am sozialen Leben teilhaben zu lassen. Aber Nebenbedingungen. Wir haben beim Pendelverkehr eine Auslastung der Fahrzeuge von 1,1 Personen. Das ist noch schlimmer als im Durchschnitt. Also im Prinzip fährt da jeder Pendler in seinem eigenen Auto. Das können Sie ja jeden Morgen wahrscheinlich beobachten. Und da müssen wir besser werden. Und da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Ich kann Ihnen das Patentrezept nicht geben. Eins ist immer naheliegend, man macht es über einen Preismechanismus, dass halt dann die Fahrt in einem Bus oder in einem autonomen Bus günstiger ist, als wenn Sie in Ihrem Pod, im autonomen Pod oder sogar oder in Ihrem manuell betriebenen Fahrzeug fahren. Vielleicht gibt es auch an irgendeiner Stelle Verbote, auch wenn man das als letzte Option sehen würde. Ich meine, es gibt Städte, die bauen Straßen zurück, die nehmen Parkplätze aus dem System raus. Also ich glaube, es braucht da so eine Mischung, weil das menschliche Verhalten ist da extrem träge. Und meine Auffassung ist, wir brauchen diesen Mobilitätswandel aus ökologischen, aber eben auch aus ökonomischen Gründen. Die haben wir ja auch schon in dieser Gruppe hier jetzt umfassend diskutiert. Ja. Sie hatten auf den Folien erstmal noch vielen Dank für diese anschaulichen Ausführungen. Auch das hatten wir auch nicht immer, dass es so schöne Bilder, Beispiele und Ähnliches gab und Videos. Sie hatten auf der einen Folie Ihre Anregungen und Sie sind über einen Punkt, haben Sie angetippt, aber haben ihn nicht zu Ende erklärt, nämlich die Frage, wie müssten wir eigentlich die steuerlichen Anreize auch gestalten? Sie wollten ja weg ein bisschen von der Antriebstechnik, wenn ich das richtig verstanden habe. Das würde mich schon noch mal interessieren. Jetzt bin ich natürlich überhaupt kein Steuerpolitiker, das gebe ich offen zu. Und da sind Sie natürlich viel versierter, als ich das bin. Aber ich weiß als Betriebswirt, dass der Preismechanismus grundsätzlich funktioniert. Und deswegen halt diese simple Idee, vielleicht kann man eben verschiedene Mobilitätsformen unterschiedlich bepreisen. Ja, so wie wir es vorher diskutiert haben, ein Einzelpod ist halt teurer als ein Shuttle von 10 Personen. Aber kann Ihnen da jetzt nicht irgendwelche detaillierten steuerlichen. Ja, das kann ich Ihnen pauschal nicht sagen. Das mag sein, dass eine CO2-Bepreisung für den Fahrzeugtyp ausreicht.
von mir aus, wenn es die Lenkungswirkung hat, dann ist okay. Ich würde es jetzt vom Ende her sehen. Wie kriegen wir die Lenkungswirkung hin? Das ist der entscheidende Punkt. Und wie Sie es dann machen, über CO2-Bepreisung oder über irgendwelche steuerlichen Dinge, das vermag ich jetzt im Detail nicht zu sagen. Da fühle ich mich jetzt auch in diesem Kreis der am wenigsten davon Ahnung hat. Okay, vielen Dank. Dann haben wir jetzt Herrn Wagner und dann hat Herr Rixinger Glück und ich lasse ihn noch zu. Bitte schön. Ja, vielen Dank auch von meiner Seite für die Folien. Ich habe Ihren Vortrag leider nicht gehört, aber ich bin jetzt während der letzten Fragerunden kurz mal durch die Folien durchgeblättert und was da für Zahlen drin standen, muss es sehr eindrucksvoll gewesen sein, was Sie erzählt haben. 1,1% Sitzplatzauslastung ist schon ein Wort, genauso wie aber auch das Wort, dass 80 bis 93% aller Autos reduziert werden können, wenn wirklich mehr autonom oder vollautonom gefahren wird, ist zumindest Sie, vielleicht wollen Sie es noch erklären, aber das finde ich schon beeindruckende Zahlen. Da ist nochmal meine Frage ganz konkret. Also ich finde alles sehr, sehr gut. Meine Frage nochmal, die war auch, glaube ich, schon mal gestellt worden. Sie haben es nicht ganz beantwortet. Was passiert dann? Was gibt es Szenarien für die Autozuliefererindustrie? Also was die denn machen könnten? Bauen die dann in Zukunft anstatt Dichtungsringen Wärmepumpen für die Häuser? Oder ist es gar nicht schlimm, wenn einzelne Betriebe zumachen müssen, weil wir einen Fachkräftemangel haben sozusagen? Was ist da Ihre wissenschaftliche Einschätzung? Wie wird diese Transformation auch für die Arbeitswelt sozusagen weitergehen? Gerade weil ja, ich meine, Sie haben gerade gesagt, wir haben jetzt auch Fabriken in Deutschland, die Batterien herstellen. Wenn aber irgendwann mal autonom gefahren wird und wirklich 80 bis 90% aller Autos sozusagen gar nicht mehr gebraucht werden, dann müssten ja auch diese Fabriken eine wesentlich kleinere Stückzahl pro Jahr neu herstellen sozusagen. Und wir haben, glaube ich, gerade 1,7 Millionen Beschäftigte in der Autoindustrie insgesamt. Also was passiert mit denen? Haben Sie da einfach Überlegungen dazu? Und wenn nicht, dann gehe ich zur nächsten Frage. Aber Sie können erst mal antworten. Nee, also es gibt ja so die Daumenregel, ein Verbrennungsmotor hat 2.500 Teile, ein Elektromotor 250. Das sagt schon alles. Wir haben da einfach weniger zu tun, um einen solchen Elektromotor auf den Weg zu bringen. Und da wird es sicherlich Unternehmen geben, die man in dieser neuen Elektrowelt nicht mehr braucht. Punkt. Ob die das schaffen, in eine andere Welt hineinzukommen, das kann ich Ihnen jetzt pauschal nicht sagen. Was mir viel mehr Sorgen macht als das, ist, dass wir gar nicht derzeit die neuen interessanten Arbeitsplätze aufbauen. Die neue Automobilindustrie ist in Israel, in Singapur, in Finnland, im Silicon Valley. Dort entsteht die gerade. Und ich würde mir wünschen, dass diese neuen Jobs... Warum ist das so? Weil hier die einfach zu lahm sind, unsere Autokonzerne. Okay. Ja. Also unsere Autokonzerne sind zu lahm. Ja, genau. Also im Israel, im Mobility Valley in Israel sind in den letzten 3-4 Jahren 600 Start-up-Firmen entstanden. Da werden nicht alle überleben, manche werden fusionieren, die werden übernommen. Aber das ist eine Dynamik zwischen Tel Aviv und Jerusalem. Und Mobileye hat davor das Video gezeigt, ist ja sozusagen der Kern sozusagen dieses Mobility Valley. Und das könnten wir eigentlich auch. Aber wir kriegen es nicht hin. Ja? Und das macht mir am meisten Sorgen. Das sind hochwertige Jobs, das sind alles IT-Jobs. Die sind hoch bezahlt, die haben Wertschöpfung, die zahlen Steuern. Und die Jobs bräuchten wir eigentlich ganz dringend in unserem Land. Vielen Dank. Ich habe noch eine Nachfrage. Und zwar eine, die auch wirklich hochaktuell ist. Sie als Top-Wissenschaftler sozusagen, können Sie noch mal die Frage beantworten? Straßenbau und Mobilität, wie hängt das zusammen? Also ist es klug, also weitere Straßen zu bauen? Wird das dann eher Staus reduzieren, den Mobilitätsfluss erhöhen? Oder ist das sozusagen, wie ist da der Zusammenhang wissenschaftlich, der aktuelle Datenstand? Würde mich sehr interessieren. Also auch da, das können Sie nicht pauschal sagen. Es gibt durchaus Situationen, wo ein Ausbau sinnvoll ist. Aber ich meine, wir sollten jetzt mal die Technologie ins Auge fassen, die es gibt, die wir überhaupt nicht verwenden. Sie hat vorher eingangs, da waren Sie, glaube ich, noch nicht dabei, gesagt, wenn wir sprechende Parkplätze haben, jeder Parkplatz hat einen Sensor und signalisiert, ich bin frei oder ich bin besetzt, dann könnten wir 30 bis zu 30% des Innenstadtverkehrs sparen, weil die kreisen nur und suchen Parkplätze. Und so werden sie sozusagen zielgenau auf ein bestimmtes Areal gelenkt. Und wir könnten im Prinzip Straßenbau sozusagen ein Stück weit reduzieren. Es mag andere Fälle geben, wo sie mit Technik nicht weiterkommen, wo einfach ein Ausbau sinnvoll ist. Wie gesagt, es kommt auf die Situation an, aber wir nutzen die Technologie zu wenig. Aber jetzt generell gesprochen, liegen Ihnen jetzt keine Daten vor, sozusagen, die sagen, da gibt es einen Zusammenhang Mobilität und Straßen generell, sondern Sie sagen, es ist sehr situativ.
situativ und man muss sich alles im Einzelfall angucken oder sagen, gibt es da Daten, die den größeren Zusammenhang beleuchten? Grundsätzlich können Sie sagen, je mehr Technologie Sie im Auto haben, desto weniger Infrastruktur brauchen Sie. Ich hatte auch die Zahl gesagt, dass wenn Sie Autos verknüpfen können, dass die sozusagen wie sich auf einer Perlenkette aufreihen, da gibt es Feldversuche in den USA, wo man einfach den Durchsatzfaktor 5 erhöhen kann. Und das sind alles Aspekte, das kann man sich ja gut vorstellen. Das muss ja gar nicht bundesweit sein, aber dass man in bestimmten Arealen die Fahrzeuge einfach angedockt werden. Ja, so wie so ein Platoon von LKWs, was wir jetzt schon kennen in den USA, in Kanada und so weiter. Und da kann man den Durchsatz erhöhen. Und nachher, wenn diese Engstelle überwunden ist, dann können die Autos im Prinzip wieder frei fahren. Ja, da könnte man sich vieles vorstellen. Ich würde mir wünschen, wenn wir als Nation stärker in diese Technologie hineingehen, weil sie auch irgendwann ein Exportprodukt sein kann, wenn wir die Erfahrungen dazu sammeln. Und ich finde, da ist der Reflex zu sehr auf Ausbau und auch zu wenig auf Nutzung von Technologien. Dankeschön. Dann ist Herr Rixinger zum Abschluss der Fragerunde noch mal an der Reihe. Und vielleicht können Sie in der Beantwortung sozusagen einen fachlichen Abschluss finden. Dann wäre das ganz perfekt. Bitte schön. Ja, weil ich Ihnen vorher die Zeit geklaut habe, unabsichtlich drei Fragen. Das eine war Umbau der Automobilregionen zu Mobilitätsregionen, die viele dieser Elemente beinhaltet durch Industriestrukturpolitik, staatliche Lenkung, was Ihre Meinung dazu ist. Die zweite Frage, weil das gerade mit dem Straßenbau, ich meine, wir haben gesichert eine Klimaerwärmung. In den Städten wird die doppelt so groß sein. Wir müssen quasi die Städte begrünen und Wasser reinbringen und wir brauchen die Flächen. Sie haben von 30% gesprochen, aber bei den öffentlichen Flächen sind es eben 60%. Das heißt, wir müssen die Autos wegkriegen von der Fläche, sonst können wir nicht überleben. Also da hätte ich noch gern eine Aussage dazu. Und der letzte Punkt, das Geheimnis liegt ja wohl in der Vernetzung der vielfältigen Mobilitätssysteme, aber das müsste ja ganz stark politisch beeinflusst werden. Also der Staat sollte nicht Unternehmer sein. Ja, aber koordinierende Instanz, das würde ich mir wünschen. Und einmal das Rational dazu ist, wir haben bislang eine Mobilitätsindustrie, die standalone unterwegs ist. Die Automobilhersteller bauen Autos, die Autos sind nicht vernetzt. Und jetzt kommen wir in eine Welt hinein, in der wir eine Integration brauchen. Und das sind Fähigkeiten, die sozusagen die klassische Industrie nicht mitbringt. Und die müssen an den Tisch, die müssen zusammenkommen, sonst kriegen wir das nicht hin. Und wer das jetzt ist, ist mir letztlich egal. Es kann die Politik sein, es kann irgendeine Institution sein, aber es braucht diese Integration. Und die deutsche Automobilindustrie ist natürlich im Moment noch stark. Sie ist ja erfolgreich bislang. Ja? Und von daher ist natürlich der Druck auch nicht da, in diese Richtung zu gehen. Aber ich glaube, soweit Sie das können, sollten Sie darauf einwirken, dass wir diesen Mobilitätsgedanken in diese Industrie hineinbringen. In welcher Form auch immer, da bin ich völlig bei Ihnen. Fläche, ja, wir müssen Flächen freispielen, da bin ich ganz auf Ihrer Seite. Das hat ökologische Gründe. Das hat aber auch was zu tun mit lebenswerten Städten. Das gehört für mich genauso dazu. Wir leben es in Barcelona mit den Superblocks, wo einfach neun Blocks zusammengefasst werden und dazwischen werden einfach die Straßen gesperrt, dann stehen Cafés und Spielplätze und all solche Dinge. Und da kann man auch Beton sozusagen zurückbauen und grün bepflanzen. Ja, Fazit, wenn ich sagen darf, ich scheue mich immer gegen diesen Begriff der Industriepolitik, aber ich würde mir eine stärker ordnende Hand des Staates wünschen, mindestens in der Form, dass man die Akteure zusammenbringt, dass man Modellstädte baut. Ich meine, das Verkehrsministerium hat so viel Geld, wir könnten eine ganze Region einmal umbauen in diese neue Welt hinein. Und von dort aus gibt es wieder Multiplikationsprozesse. Das wäre im Prinzip mein Wunsch an Sie als Entscheidungsträger in der Politik. Und dann können Sie sich wieder rausziehen. Aber in disruptiven Phasen, in der sind wir jetzt, da braucht es gelegentlich einen Leader, der im Prinzip in die neue Welt hineinführt. Und ich glaube, der Markt ist da nicht in allen Belangen vollständig effizient, sondern da braucht es sozusagen gegebenenfalls politische Leadership. Ja, das wäre mein Wunsch an Sie.
Vielen Dank, Herr Professor Herrmann, für Ihren Input. Vielen Dank für die interessanten Fragen und die spannenden Antworten. Ich bin sicher, das Thema beschäftigt uns weiter. Bin mal gespannt, was wir vielleicht aus dem Verkehrsausschuss demnächst mal im Anschluss sozusagen hören. Auf jeden Fall ein sehr spannender Ausblick, der unser Land sicherlich verändern wird. Und zwar, wenn ich es richtig verstanden habe und interpretiere, quasi, ob wir wollen oder nicht, weil die Richtung ist da. Und zurück wird es an der Stelle auch nicht gehen. Vielen Dank. Ich wünsche Ihnen, liebe Kolleginnen und Kollegen, heute noch einen guten Abend, gute Veranstaltung und bis bald. Dankeschön.